Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy VII Remake. Letztes Mal haben wir uns gehörig umgesehen im Sektor 7, in einem Shinra-Depot. Und heute wollen wir von dort fliehen. Dazu müssen wir hier mal raufklettern. Und Bix folgen. You made it! Over here! Okay! Let's go! Could you have been any louder? I mean, it made my job a lot easier, but... Wait, where's Wedge? Wedge! That was close. We'll go get her. Hey, buddy. How you doing? Come on. Not my finest hour. You got hit? Just winged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? That's... wow. You guys are the worst. That's... Your ass is fine. Wow. Maybe singed, but the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. I'm a witch. Now that was a gunshot. Is that a smile I spy? Ausnahmsweise. It's not safe here. We should go. Copy that. Was mir in den letzten Folgen überhaupt erst aufgefallen ist, ist, dass alle drei von denen rote Kopftücher tragen. So, how do we get back to the slums? With a little trick I've been dying to try out. Okay. Nachdem wir gestern eine etwas längere Folge hatten und sehr viel Action hatten, glaube ich, begnügen wir uns heute mit einer kürzeren Folge, die mehr auf Story fokussiert ist. Man, can't believe HQ is running an op tonight of all nights. Coincidence? All residents are to return to their homes and remain indoors until further notice. I repeat, for your safety, go home. I heard someone say it was an attack. Hey, it was those terrorists, right? There has been no attack. For your safety, please go home and remain indoors. Oh, you an idiot! An emergency has been declared. All civilians are to remain indoors. This cooperation is appreciated. Emergency! It's Wutai, isn't it? Let me get my guy. I'll teach him to mess with Midgar. Don't you worry about me. I killed myself a platoon's worth of them bastards back in the war. Yes, thank you for your service. Now, if you would just allow me to escort you back home. Die alte Lady hier ist quasi ein Meme in der Final Fantasy VII Remake Community. ihr wahnsinniger Hass auf Wutai und ihr militärische Laufbahn. Also sie hat nämlich dem Soldaten oder dem Polizisten hier gesagt. Moment. Through here and we're home free. Where exactly are we going? When we get there, you know. Sie hat den Polizisten gesagt, dass sie jetzt reingeht, ihre Waffe holen, damit sie die Wut der Terroristen vertreiben kann. Aber wir sollten den anderen nachlaufen. Sure hope so. Yeah, me too. For your dad's sake. Hey, what the hell, man? Huh? Cloud was just saying how he hoped to come back and try the Midgar special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. Wants a whole pie to himself. Isn't it right? That's right. Really? Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time too. That'd be awesome. Super duper awesome. Bevor wir dorthin gehen, nicht vergessen, hier kurz links umzudrehen und eine Materie aufzusammeln. Und zwar ist das eine relativ wichtige Materie sogar. Und zwar wiederbeleben. Ich schaue noch kurz mal. Wir brauchen sie noch nicht ausrüsten, weil wir haben noch keine Kämpfe in naher Zukunft.
Aber es ist die Materie, die wir wahrscheinlich am meisten ausgerüstet haben und am wenigsten verwenden werden. Warum genau, erkläre ich dann später irgendwann mal. Aber wir wollen sie unbedingt auf Max leveln und es ist die grüne Materie, die am meisten Punkte auf Max Level braucht. Should be somewhere around here. Bingo. I have figured my dad got it wrong, but nope. They're here just like he said. Parachutes? Huh? What do you mean half figured? 50-50 is pretty good odds if you ask me. This is gonna be wait, fun. Uh-oh. Das wäre nichts für mich. Thanks, guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure. Okay, who's ready to fly? Me, me! Hey, Cloud, you let him down gently, all right? Yep. Wait, I almost forgot. One more thing! Whoa! Stop it! What in the hell are you trying to... Easy, you'll make us fall. Not if you do first. Swing by my place after, so I can pay you in full. Nicht vergessen, Fistbump für Social Distancing. Wait! Give me a minute! No. Why you have to be such a hard ass, bro? I ain't your bro. Bin ich der Einzige, dem die Musik hier so wie Top Gun vorkommt? Basejumpen von 300 Meter ist gar nicht mal so unrealistisch. I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah! Together, we can take on the world! Okay. Also zurück in die Slums. Und sorry, wenn ihr im Hintergrund unseren Kater wieder schreien hört. Er hat zwar was zu essen bekommen jetzt schon, aber jetzt muss er gerade wahnsinnig durch die Wohnung laufen. Also gut, wir haben die Mission mit Jesse ganz gut herumgebracht. Und wir landen dann unten wieder in den Rostpfaden quasi. I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Cool if we check on them? We'll pass by their places anyway. Sure. You saw it too, right? Hallo Chadley, zu dir kommen wir noch. Ja, jetzt in der Nacht sehen die Slums natürlich ganz anders aus. Well, this is Big's place. I guess he hasn't made it home yet. Guess not. Hope he isn't worst casing it again. He's got a habit of overthinking things. Worrying about all the possible outcomes till his head hurts. Wouldn't have guessed. And when he worries, I worry. Anyway, so geht's mir auch. Head on over to Jesse's. Wenn sich jemand, den ich kenne, Sorgen macht, dann mache ich mir meistens auch Sorgen. Aber das, glaube ich, ist ja normal. This is where Jesse lives. Men are not allowed inside. Hä? Lots of pretty girls trying to make it big on stage live here. So don't hang around or they might get the wrong idea. Huh.
I'm telling you this for your own good, Cloud. People around here love to gossip. They know about Jesse and Avalanche? Nah, it's all good. They think she's an actress. Oh, and one more thing, bro. It's all a game to her. Don't fall for it. You lost me. Life's a stage and loves to play. Life's a stage and loves to play. Ich finde das lustig, dass alle Jesse abkaufen, dass die Schauspielerin ist mit ihren Kettenhemd und mit ihren Schulterpanzerungen. Guys aren't allowed, remember? Okay, ich komme schon. You know about the secret reactor jobs? I'm gonna try to find some living work. Oh, Katzen. Hey there, Bigums, Reggie, Smalls. Brought a new friend to meet you. These little guys are on guard duty today. Gott, sind die niedlich. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. It's all good, bro. It's kind of weird when you call me that. Hey, don't be scared. Deep down, he's a big softy. It's okay. It's okay. Good job, guys. Great work. Okay, wir wollen uns aber noch unseren Lohn abholen von Jessys Haus am besten, weil sie ist ja hoffentlich jetzt dann bald zu Hause. Well, if it isn't Cloud Strife, was wondering when you'd show up. Without further ado, here you are. Thanks for stepping up. Cool materia. And now for the cherry on top. Uh-oh. Okay, I get it. Mind letting me breathe? Depends. Mind coming over tomorrow night? My roommates should all be out for a while. Are you seriously that desperate? Just let go already. Only if you promise to come back tomorrow night. Deal? Da kann man sich aussuchen, ob man am nächsten Abend bei ihr vorbeischaut oder nicht. Es ändert nicht allzu viel, deswegen geben wir mal nach. No promises, but I'll think it over. Really, you will? I'd make a mean pizza, I'll have you know. Marsh, Louche, Black Millie, Red Shelly. I use only the best ingredients. Sound good? Pizza, yummy, yummy. Oh, you are so adorable, you know that? You just leave everything to me. That'll be great. Nighty-night. Psych. Okay. Das war's mit Jessys Seitenmission, die wir jetzt fertig abgeschlossen haben. Und wir müssen jetzt einfach zurück wieder in die Stella Apartments und uns ausrasten und schauen, wie das ist mit der nächsten Mission von Avalanche, ob wir da vielleicht nicht doch noch mitmachen können. Genau. Also es gibt auch nichts wirklich, wenn ihr noch irgendwelche Kisten vergessen habt, wie zum Beispiel die Kiste oben auf den Stella Apartments oder die Kiste oben auf dem Waffenshop mit dem Ether, dann könnt ihr die jetzt auf jeden Fall auch noch holen, aber jetzt bald wird es dann Zeit, weil wir ja nicht mehr allzu lang in den Sektor 7 Slums herum laufen. She's probably asleep. Ja, ich wollte gerade sagen, lassen wir sie lieber schlafen. Bevor wir schlafen gehen, wollen wir noch kurz unsere Ausrüstung überprüfen. Und zwar bei Cloud ist das natürlich Einzelklinge Sternreif, Kraftreif. Bei Tifa ist das Lederhandschuhe, Sternreif und Kraftreif. Ja, haben wir noch nichts Neues. Und Materia bleibt quasi gleich. Wir versuchen, schauen wir mal noch eine zweite Glut. Genau. Wir rüsten bei Tifa jetzt die zweite Glut aus. Ist nicht wirklich extrem wichtig, aber es bringt beim nächsten Kampf dann etwas zumindest. Der Rest bleibt gleich. Wir könnten Barriere schon mitnehmen, wir brauchen sie allerdings jetzt noch nicht. Und Barriere ist, wir müssen sie irgendwann dann auf Level 2 bringen, oder wir sollten sie auf Level 2 bringen, weil wir die Magiebarriere
verwenden wollen später. Aber das ist noch lange nicht so weit und wir verwenden sie relativ oft noch. Also insofern geht sich das auf jeden Fall aus. Wir brauchen sie nicht jetzt schon einslotten. Was man sich allerdings überlegen kann, ist es, statt dem TP-Boost hier die Wiederbeleben auszurüsten. Wir werden Wiederbeleben quasi fast nie brauchen. Aber sie braucht 5000 Fertigkeitspunkte, um auf Max-Level zu kommen. Und dadurch, dass sie eine grüne Materia ist, spielt sie in einen Seitenquest mit, wo man alle grüne Materia auf Max-Level bringen muss, um etwas Besonderes machen zu können. Und Wiederbeleben ist die Materia, die quasi am längsten braucht dafür. Und es gibt später eine kleine Hilfe dafür, aber prinzipiell ist es natürlich am besten, wenn man sie so schnell wie möglich, so oft wie möglich mitnimmt. Egal, ob man sie braucht oder nicht. In dem Fall, wir lassen sie noch einige Zeit quasi im Inventar herumtorkeln. Und wenn es dann Zeit ist, dass wir sie ausrüsten, dann werden wir das auch machen. Wir schauen uns noch kurz die Kampfberichte an. Wir haben 10 von 15 Arten von Gegnern in Schockzustand versetzt. Wir werden damit auch nicht so schnell fertig werden, also wir werden das sicherlich sehen. Aber wenn wir unsere Ausrüstung überprüft haben, unseren Materia überprüft haben, dann ist es Zeit mal, uns auszurasten. Wir können uns auch nur ausruhen, dann machen wir quasi in der Nacht nochmal auf mit vollen TP und MP und können noch in der Stadt herumlaufen, einkaufen, wie auch immer, aber das brauchen wir nicht mehr. Hallo? Es ist mitten in der Nacht. You were out for a while. Oh. Just walking. Sie schläft doch noch nicht. I ran into Johnny, by the way. Said not to worry. He was getting out of town. Oh, that guy. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. Long time ago, I said I'd be there for her. Made a promise. So... Can't say this is quite what I had in mind when I put that on you way back when. If you want to talk, I'm listening. Huh? What's with you all of a sudden? With me? Like you're losing that hard edge. That bad? No, I like it. Maybe Marlene won't be so scared of you next time. I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Oh, it's pretty late, huh? I'd like to catch up more, but we should probably both get some sleep, yeah? Yeah. Good night, then. Good night, Tifa. Na also, endlich kommen wir zu unserer Ruhe. Hier könnte man, wenn man auf Viereck drückt, machen wir auch gleich, links unten sieht man so einen Kreis, der sich füllt. Und wenn man fertig ist, dann kann man vor dem nächsten Kampf noch einmal ins Menü kommen, weil diese Zwischensequenz, wir sehen schon, das redet mich so wahnsinnig an die Dementoren. What the fuck? What's wrong? Come with me! Quickly! What the hell? We were getting ready to set out when those things showed up and came after us. The others? Barret and Jesse are holding their ground, but for how long? I don't know. Let's go. Right. Also, los geht's! Der erste Kampf gegen die Whisperer, oder die Whisper. Ready? You know it. Und wenn wir in der Zwischensequenz auf 4 gedrückt haben, kommen wir hier nochmal ins Menü und können nochmal kontrollieren, ob wir eh alles richtig ausgerüstet haben. Zur Erinnerung, wir haben Glut, Heilen und TP-Boost, sowohl wie Analyse als auch Erstschlag bei Cloud, Glut, Chakra, Ausweich und Umschlag und Luft bei Tifa. Luft ist jetzt nicht so tragisch, wir könnten gegen Barriere wechseln oder gegen Behandeln, das ist jetzt alles nicht so wichtig, wir brauchen die Materie jetzt nicht wirklich dringend. Aber wichtig ist Glut, Chakra, Analyse, Erstschlag, bei beiden irgendwie verteilt, dann geht das alles ganz gut.
So, wenn wir aus dem Menü rausgehen, beginnt gleich direkt der Kampf. Let's head for the bar. Wir wollen gleich mal eine Analyse machen und uns anschauen, was diese unbekannten Kreaturen so drauf haben. Verwende Magieattacken, um seine Schockgeiste schnell zu füllen. Physische Attacken füllen sie nur langsam. Wirksam, leicht resistent und stark resistent ist gar nichts. Immun gegen Schlaf, Gift, stumm, langsam und Zorn. Also, wie gesagt, einfach mit. Sie sind nicht wirklich anfällig gegen Feuer, aber wir haben momentan nur Feuer, Eis und Luft, weil Gewitter bekommen wir erst später, wenn wir wieder mit Barrett spielen. Und bei Feuer, Eis und Luft ist es so, dass Feuer am einfachsten die Gegner trifft. Luft und Eis haben die Tendenz, dass es den Gegner manchmal nicht trifft, weil wenn sich die Gegner schnell bewegen oder so, treffen die nicht so gut. Eis ist am besten theoretisch, um die Schockleiste zu füllen, aber in dem Fall verwenden wir einfach Feuer, weil es einfacher ist. So, probieren wir das gleich mal aus. Wir machen ein Feuer alleine, das reicht, glaube ich. Wechsel auf tiefer. Haben wir schon Schockanfällig, dann machen wir eine. Machen wir so. Genau. Und dann machen wir gleich ein Feuer auf die nächste unbekannte Kreatur. Wechsel auf Cloud. Machen eine Magie auf den hier. Wechseln wir auf Tifa. Wir wechseln immer deswegen, weil es cool ist und weil es nicht wirklich um die Mana-Verbrauch irgendwie zu verteilen, weil prinzipiell müssten wir nicht wechseln, glaube ich. Also wir können doch alles nur mit Cloud spielen, aber dann verbrauchen wir die ganze Mana bei Cloud und das ist natürlich auch schlecht. So, jetzt haben wir bei Tifa das Limit, das wollen wir uns gleich anschauen. Wir werden vielleicht zuerst mal ein Feuer absetzen. Und dann das Limit anschauen. Sehr schön. No idea. Pretty sure you can't even see them unless they make physical contact. More of them? We're running out of time. Any other way? Yeah, over here. Also wir können natürlich versuchen hier lang zu gehen, aber da kommen wir einfach nicht durch. Schaut fast so aus, ja? Jetzt haben wir. Tifa ist immobilisiert. Das heißt, wir müssen schauen, welche dieses nihilistische Wesen, das Tifa hier angreift und quasi zu Boden zwingt. Dem sollten wir versuchen, mal kräftig uns auf die Nüsse zu geben. Wir probieren das auch gleich mit einem Feuer. Beziehungsweise machen wir mal Feuer auf die anderen, weil vielleicht, wenn die unbekannten Kreaturen besiegt werden, lässt die nihilistische Kreatur tief auch wieder frei. Ah ja. Wenn wir die unbekannten Kreaturen schwächen, dann wird das nihilistische Wesen irgendwie geschwächt. Aber wir wollen uns zuerst mal ansehen, was es überhaupt kann, das nihilistische Wesen. So. Genauso wie bei den anderen lässt sich es gegen. Lässt sich die Schockleiste von dem am besten füllen, indem wir Feuer oder irgendeinen anderen Zauber verwenden. Und die Resistenzen sind etwas besser und immun ist es genauso wie gegen die anderen. Das heißt, wir werden einfach probieren, hier Feuer zu zaubern, wahrscheinlich mit Tifa am besten. Hang back. Okay, let's go.
Feuer. Ja, okay. War zu langsam. Das heißt, wir müssen wieder eine unbekannte Kreatur töten und dann können wir... wir werden Feuer auf die machen. Genau. Und jetzt wollen wir Feuer auf die unbekannte Kreatur machen. Ah, nein. Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich das nihilistische Wesen machen. So, jetzt aber. So, und jetzt können wir uns was anschauen, was Tifa auch noch mit ihren Spezialangriffen kann. Und zwar, wenn ich das Key-Level steigere und diese Fähigkeiten verwende, die sich also verändern mit dem Key-Level, diese Dreiecksfähigkeiten, dann jedes Mal, wenn ich einen geschockten Gegner damit treffe, steigere ich die Schockprozent. Das heißt, wir sind jetzt bei Schock 160%. Ich mache jetzt einmal Entfesseln. Greife an mit der Schulterramme und gebe da quasi 15% Schockzustand, also Schockprozent hinzu. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal machen mit dem Uppercut. Und der gibt nochmal 5% drauf. Das heißt, das ist so, ich glaube, die drei Level-Angriffe sind 25%, 15% und 5%. Das heißt, es ist am besten, wenn man versucht, immer entfesseln und dann, also wenn man schon in Key Level 2 startet, während der Gegner im Schockzustand ist und dann einfach mit dem Dreiecks-Abilities drauf, dann ist man relativ schnell über 200. Und das wollen wir auch machen. Das heißt, wir verwenden jetzt noch einmal entfesseln, greifen sofort mit Dreieck an, damit wir die Schockprozent auf über 200% bringen, weil das ist auch ein Seitenquest von Jadley, den wir später erledigen müssen. Jetzt sind wir auf 215 und das ist schon genug eigentlich. Dann machen wir hier einfach nur einen Mutangriff. Und das war's auch schon. Oder fast. Jetzt aber. Oh oh. Was ist jetzt los? Haben wir irgendwas gemacht? You okay? Me and my two left feet. Easy now. What's going on? What's happening? We ain't putting on a damn show. The hell were those things? Some kind of... I don't know. Guess I shouldn't be surprised, though. Never can tell what weird shit'll come crawling out of the scrap down here. It's those reactors. I'm telling you. It hurt? Wish I could say it didn't, but... yeah. God, this is so embarrassing. I hate playing the damsel in distress. It happens. Na, offenbar hat sich der Plan jetzt geändert, ne? What did you do to your leg? Does it hurt? Not nearly as much as the fuss everyone's making. Still, I think you ought to avoid putting any... I'm fine. Oh. That's enough. You're out, Jesse. Huh? What about the mission? We already sent Biggs in, remember? Don't tell me you're thinking of calling it off. No, we got this. The hell you do. If you need someone to step up, I'm your man. Ich glaube, er ist noch etwas angeschlagen. Tja. Okay. So here's the thing. I'm gonna need a raise. Consider it done. All right, everyone. Clouds in. The mission is on. Go and raise some hell for me, okay? Listen, Wedge. I need you to hang back and guard the home front. What? But I'm in perfect health! Which makes you the perfect choice to look after Jesse and Marlene. Hey.
let's get this show on the road to Mako Reactor 5. Once you got your gear in order, head to the station for the meet. Got it? This'll help you get squared away. Don't tell me I never did nothing for you. I'm counting on you, soldier boy. So, und nachdem wir jetzt schon die halbe Stunde überschritten haben, was ist für heute? Wir werden uns nächstes Mal noch vorbereiten auf die Mission im Mako-Reaktor Nummer 5. Was wir dazu alles machen, was uns Wedge für eine tolle Materie geben wird. Und ob wir noch mit Katie sprechen, das werden wir nächstes Mal sehen bei Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.